Ja, ich nehme täglich so viel Drogen, dass man einen Monat lang Manhattan, Long Island und Queens betäuben könnte. Ich nehme 10 bis 15 Quaaludes am Tag für meine Rückenschmerzen, Adderall für die Konzentration, Xanax gegen den Stress, Pot zum Runterkommen, Kokain, damit ich schnell wieder wach werde und Morphium, naja, weil es so geil ist. Kokain ist eine Rauschdroge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Es hat ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial, insbesondere psychisch, und es ist auf jeden Fall völlig illegal. Aber die Stimmung geht durch die Decke, die Leistungsfähigkeit, die Aktivität geht nach oben. Du bist euphorisch, hast keinen Hunger, keinen Durst. Es ist, als wärst du der König der Welt und wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum es so gerne konsumiert wird. Nervosität, Angst, Paranoia ist hier leider an der Tagesordnung, deswegen rate ich dringend davon ab. Wenn man jetzt Kokain raucht, dann wirkt es schon nach 10 Sekunden für so, ja, 8 bis 10 Minuten. Nimmt man es dann IV, dann wirkt es innerhalb von einer halben Minute bis zu einer Minute und dann vielleicht 20 bis 30 Minuten. Wenn du es jetzt schluckst, also oral oder hier intranasal, dann dauert es ein bisschen länger, aber ist bei Weitem nicht so stark. Kokain ist so gefährlich, weil es die Atemfrequenz erhöht, den Puls erhöht. Die Gefäße ziehen sich zusammen und dann kommt es nicht selten, wirklich nicht selten zu einem Hirninfarkt. Man wird also aggressiv, man wird euphorisch, man wird völlig, du brauchst keinen Schlaf mehr, brauchst nichts mehr zu essen, nichts zum Trinken. Der Körper geht an seine Reserven. Nebenbei geht die Nasenscheidewand kaputt, oft durchlöchert, die fällt manchmal komplett raus. Und hier hat sich ein ganz neuer Zweig ja der plastischen Chirurgie entwickelt. Das ist ganz, ganz krass. Die Stimmung geht durch die Decke, aber kannst dir vorstellen, je schneller die Rakete hochschießt, umso schneller fällt die dann auch wieder runter. Und so ist es dann eben mit deiner Psyche. Und das ist der absolute Horror. Die größte Gefahr liegt hier natürlich in einer Überdosierung, weil es absolut nicht vorhersehbar ist. Was habe ich denn für eine Konzentration? Was habe ich für eine Reinheit? Da wird ja jeder Dealer was anderes behaupten. Ich habe natürlich das beste Produkt. So ein Scheiß. Der will nur dein Bestes, dein Geld. Wenn du jetzt als Konsument aber nervös wirst, die Hände zittern, du massives Fieber kriegst und sich die Pupille massiv weitet, dann ist das das erste Anzeichen auf eine Überdosierung und das ist lebensgefährlich. Wir waren nur ein bisschen anders. Bei unseren Geschäftsbesprechungen waren wir am liebsten bis zum Anschlag zugedröhnt. Um unseren Ideenfluss zu stimulieren, schluckt mir Quaaludes, als wären es M&Ms. Sie wissen nicht, was Ludes sind? Ich sag's Ihnen, Quaaludes, oder auch Ludes, wie sie gemeinhin genannt werden, wurden das erste Mal 1951 von einem indischen Arzt als Sedativum hergestellt. Sie wurden gestressten Hausfrauen verschrieben, die unter Schlafstörungen litten. Aber sehr schnell kam jemand dahinter, dass man, wenn man dem Drang einzuschlafen nur 15 Minuten widerstand, extrem high davon wurde. Natürlich wurden Ludes dann missbräuchlich verwendet. Und 1982 wurden sie dann in Amerika verboten und im Rest der Welt auch. Das hieß, der Vorrat an den Dingern war begrenzt? Ohne Scheiß, heute kriegt man die gar nicht mehr. Du, ich habe eine Überraschung für dich. 20 echte Lemons. Was Quaaludes angeht, sind Lemons 714 so etwas wie der heilige Gral. Dreimal so stark wie alles, was man heute kriegen kann. An diesem Abend sagte ich alle Termine ab und befreite meinen Körper von allem, was meinen Rausch stören könnte. Denn jetzt wurde gefeiert. Nach 15 Jahren Lagerung wirken die Lemons wie mit Verzögerungszünder. Es dauerte 90 Minuten, bis die kleinen Scheißdinger wirkten. Aber dann, ich hatte die Kribbelphase übersprungen und war sofort in der Sabberphase. Diese hinterhältigen Dinger waren so stark, dass ich eine neue Phase erfuhren durfte, die zerebrale Lähmungsphase. Wenn heute die Neurotransmitter verrückt spielen, gibt's in der Regel Benzodiazepine, also Xanax oder Diazepam. Und diese Drogen werden von den Jugendlichen auf Instagram glorifiziert. Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe und auch Whitney Houston hatten die bei ihrer Obduktion im Blut. Benzos im Blut, Benzos und Opioide. Die Jugendlichen beklauen ihre Mütter, kaufen im Darknet ein oder brechen in die Apotheke ein. Besonders gefährlich daran ist, dass die Zuhörer der Rapmusik so jung sind. Diese Benzos sind angstlösend, die sind beruhigend, die sind dämpfend und die Sinneseindrücke, die werden einfach vermindert stark wahrgenommen.
Und eigentlich sind diese Medikamente für Akutpatienten, für Notfälle in starken Erregungszuständen entwickelt worden, weil die schon eben so schnell wirken. Und deswegen haben die aber auch so ein hohes Suchtpotenzial. Auch ein Näschen? Meinen Junggesellenabschied feierte ich im Mirage in Las Vegas. Schon der Flug dorthin war eine einzige Orgie. Ein letztes Fest für die Götter, bevor ich mich für immer zur Ruhe setzte. 100 Mitarbeiter, 50 Nutten und nochmal 50, die nach der Landung auf uns warteten. Und Drogen. Unser Flugzeug war die reinste fliegende Apotheke. Genf. Da wollten wir hin, aber ich würde so einen Flug niemals nüchtern überstehen. Wenn ich meine Drogen genau nach Plan einnahm, würde ich den ganzen Flug durchschlafen. Aber das Timing muss dann halt stimmen. Um 4 schmiss ich ein paar Loots ein. Nach der Vertriebsansprache kam dann die Kribbelphase. Beim Abendessen nahm ich noch ein paar, trank Cocktails und schluckte 1-2 Valium. Die Lallphase. Um 8:30 nahm ich die nächsten Loots und verlor damit eigentlich meine gesamten motorischen Fähigkeiten. Das war die Sabberphase. Und um 10 wusste ich eigentlich nicht mehr, wer oder was ich überhaupt war. Die Amnesiephase. Wo sind die Loots? In meinem Arsch. Mach dir da mal keine Sorgen.